Auch wenn es bei der Pfeife gar nicht so viel zum Aufbauen, Umbauen und Zeigen gibt, wollte ich es trotzdem einmal mit euch auspacken und euch einmal zeigen. Plus, ich habe hier noch das Roam Add-on Kit und damit fangen wir einmal an, wobei da auch schon draufsteht, was drin ist. Travel Bag, Mouthpiece und Hose. Und das ist keine zum Anziehen, sondern ein Schlauch. Aber was ganz cool ist, wir haben hier in der Verpackung einmal einen schönen Kulturbeutel, könnte man fast sagen, wo alles drin ist und wo man dann auch die Pfeife schön mitnehmen kann. Wir haben oben einen Reißverschluss und wenn wir hier reingucken, dann haben wir drei Fächer. In dem einen Fach liegt auch schon eins von den Teilen, was wir hier als Zubehör bekommen, und zwar das Emotion Mundstück, natürlich in den passenden Farben zu der Pfeife. Mundstück finde ich sehr, sehr geil, ist mal komplett was anderes, ist schön leicht, innen aber trotzdem Edelstahl. Wir haben noch das Logo und ein cooles Griffstück. Ins eine Fach können wir dann unsere Pfeife packen, ins andere Kopf, HMD, vielleicht noch ein Tabak und hier hinten auch noch Kleinteile. Plus wir haben unten noch ein kleines Extrafach und wenn wir das aufmachen, dann verbirgt sich hier noch ein Schlauch drinne. Plus wir haben hier noch ein paar extra Fächer, wo ihr vielleicht noch eine Zange reinpacken könnt oder was ihr sonst halt noch so mitnehmen wollt, wenn ihr die Pfeife unterwegs raucht. So, das heißt, wir haben einmal die Tasche, wir haben den Schlauch und wir haben das Mundstück. Kommen wir mal zum deutlich spannenderen, und zwar diesem schönen Teil hier. Die Emotion Roam. Auf den Seiten haben wir nur Roam, nichts, Roam und wieder nichts. Oben steht auch nur das Logo von Roam und unten haben wir auch so gut wie gar nichts, außer Firma, Firmenanschrift und so weiter. Wenn wir die Packung dann einmal öffnen, sehen wir schon, dass wir hier nochmal einen kleinen Zettel haben, der uns noch begrüßt und beglückwünscht zu unserer neuen Roam. Auf der Rückseite nochmal ein paar Produktinformationen und man kann sich sogar bei der nächsten Bestellung noch einen kleinen Untersetzer gönnen. Wenn ihn jemand haben will, go for it. Der Erste, der scannt, hat's. Und dann sehen wir schon, dass wir hier aufbaumäßig eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, weil die Pfeife ist da erstmal komplett drin. Das heißt, eigentlich gibt's gar nichts aufzubauen. Wir müssen oben den Kopf draufpacken, wir müssen hier einen Schlauch anschließen, dann kann es eigentlich losgehen. Aber ich wollte euch trotzdem einmal zeigen, wie man die Pfeife aufbaut. Und dazu können wir einmal hier den ganzen Deckel abnehmen. Und das ist auch schon alles. Diese Konstruktion hier ist alles, was man auseinander und wieder zusammenbauen kann. Innen haben wir nichts. Ja? Also hier ist nichts drin, das ist einfach nur eine Wanne. Wir sehen hier einmal diesen kleinen Übergang, in den dann der Rauch reingesaugt wird, runtergeleitet wird zum Schlauchanschluss. Da schließt ihr euren Schlauch an, dann könnt ihr da dran rauchen. Diese kleine Konstruktion ist auch nicht sonderlich schwer, aber eine kleine Besonderheit gibt es und die sehen wir hier. Hier unten drinne liegen die Kugeln. Und wenn wir das einmal hier alles auseinanderschrauben und das dabei gut zusammen festhalten, weil ansonsten die Kugeln direkt weg sind, dann sehen wir, dass wir einmal einen Kopfadapter haben mit einer Kopfdichtung, die auch dabei ist. Die Abdeckplatte von oben und diese Platte, in der die Kugeln liegen, für den Blow-Off. Das heißt, falls ihr euch mal wundert, wenn irgendwas mit den Kugeln nicht stimmt oder ob ihr Luft zieht, dann könntet ihr hier nachgucken, ob da alle Kugeln drin sind. Und die ganzen Teile werden auch in einem zusammengehalten. Das heißt, hier wieder das drauf. Das Tauchrohr von unten durchstecken. Von oben wieder den Kopfadapter gegenschrauben. Und das war's dann schon mit dem Aufbau. Den Deckel hier mit dem kleinen Dichtungsring wieder unten auf die Base oder Unterkonstruktion geben. Das ist übrigens ein unglaublich geiles Gefühl, weil in diesen Teilen hier noch Magnete drin setzen, die diese Platte hier dann greifen. Und dieses Gefühl, wenn ihr diese Platte hier drauf setzt und der Magnet auf einmal greift, das ist schon sehr, sehr nice. Hier unten kann man noch den Zubehör-Spike dran schrauben, beziehungsweise wie so ein Stachel. Und dann kann man die ganze Pfeife nehmen und kann die einmal in den Boden rammen. Und dann sitzt sie noch ein bisschen besser. Ja, und das auch schon alles zu der Pfeife.